Zombie Apocalypse. Eine Sache muss ich auf jeden Fall vorab in diesem Video einmal klarstellen. Also es ist erstmal nicht selbstverständlich, dass ich auf dieser neuen Map spiele. Denn diese Map wurde ja, wie ihr sicherlich wisst, von vielen Moddern erstellt, die natürlich ihre Freizeit in diese Map und natürlich auch in weiteren Mods investieren. Und dafür danke ich wirklich den gesamten Clan vom KLV von Lüneburg. Viele Grüße gehen raus, viele Herzen gehen raus, Hashtag NoHomo natürlich, das versteht sich, denke ich mal, von selbst. Und heute darf ich euch etwas Schönes präsentieren, etwas bekannt geben, denn wir gucken uns heute eine neue Map an. Diese Map trägt den Namen Altkirchen und es gibt ja auf dieser Map sämtliche Feuerwachen. Ja, und wir werden heute mal ein paar davon in diesem Video einfach mal zeigen. Ich werde auf jeden Fall heute mal so ein bisschen, ich sag mal, so werden wie in meinen älteren Videos. Also ich möchte wirklich das Schlimme, die schlimme Vergangenheit einfach, wie soll ich sagen, also so, dass es nicht falsch rüberkommt, erstmal liegen lassen. Wir müssen auf jeden Fall, beziehungsweise ich muss erstmal nach vorne schauen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Also ich weiß, es ist nicht das Einfachste, dieses Video jetzt aufzunehmen, aber trotzdem, es wird wie gewohnt, ich habe es euch versprochen, weitergehen auf YouTube. Obwohl, die Videos werden natürlich nicht mehr regelmäßig kommen. Das werde ich auch zeitlich gar nicht mal hinbekommen oder gar nicht mehr schaffen. Und deshalb viel Spaß, liebe Freunde, mit diesem neuen Video vom LS17 mit der Feuerwehrmod. So, ich bin auch hier schon unterwegs gerade. Ich bin hier gerade schon auf dem Shop. Also, ich habe mir schon mal ein paar Fahrzeuge angeguckt und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Fahrzeuge so findet. Ich habe erstmal einen neuen RTW rausgepickt, ein TSF, was von euch auch so oft gewünscht wurde. Kann ich gar nicht verstehen, ne? Also, die meisten Zuschauer von euch möchten immer gerne ein TSF sehen in meinen Videos. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir einen neuen Robur. Ein Elo-Robur, das ist ein Typ Schlauchwagen, sieht man auch hinten, guck mal, da sind ganz viele Schläuche drauf, das ist mega, mega cool, das Ding. Dann haben wir hier eine Neuerung, eine Feldküche, zu diesen Anhänger komme ich gleich nochmal später, also das ist wirklich richtig dorfig, also das kann man wirklich hier zusammen mit den Elo, zusammen als Gespann benutzen und das dann zum Beispiel in eine kleine Feuerwache stellen, denn es gibt auf dieser Map, ich weiß gar nicht wie viele, also ich kenne mich noch gar nicht so richtig aus auf dieser Map, es gibt sämtliche Freiwillige Feuerwehren, die groß sind. Es gibt eine Berufsfeuerwehr, glaube ich. Es gibt auch sehr viele kleinere Feuerwehren. Also das ist wirklich hier eine richtige Dorfmap. Also wir von Meiringen und Bad Löwenburg geht es hier wirklich in ein ländliches Phänomen. Also auf einer richtig großen ländlichen Map. Also, ne, was muss ich groß dazu sagen? Das sieht einfach nur himmlisch aus. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ja, und deshalb ist es ja wirklich das Beste, was man jetzt haben kann. Einige Objekte kommen euch bestimmt bekannt vor, auch diese Häuser da. Diese Kirche gab es, glaube ich, auch auf der alten Map zu sehen. Weiß ich nicht ganz genau, den Sportplatz, glaube ich, auf jeden Fall auch. Und ja, es gibt hier einen schönen Bahnhof. Ansonsten würde ich mal sagen, wir starten erstmal direkt rein. Und da das Fahrzeug eigentlich auch schon bereit steht, ne, der Elo Robur, dann würde ich das Ding einfach mal mit den Anhängern jetzt ziehen. Und ich zeige euch mal ganz kurz die Funktion von diesem Robur. Das ist wirklich mega. Also das Horn hat mich wirklich umgerissen. Also das hat mir richtig förmlich umgehauen. Also runter vom Stuhl. So, guck mal, wir hören mal ganz kurz rein in dieses wunderschöne Hörnchen. Kennt ihr das Gefühl, wenn man früher auch so ein Fahrzeug in der Feuerwache hatte und man dieses Horn jetzt virtuell im Spiel abspielt, dass man wirklich diese Zeit zurückhaben möchte? Kennt ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also das ist wirklich so ein richtig schönes Feeling hier gerade, was man hier hat. Leute, herrlich. Also wir hatten wirklich auch früher in unserer Dorffeuerwehr so ein Elo. Tja, da weiß man schon alles wirklich über dieses Fahrzeug. Das ist mega. Also, oh Mann, ich freue mich jedes Mal, wenn ich damit fahren darf. Wirklich, auch in diesem Spiel hier im LS17. Das ist wirklich... Man kann es nicht beschreiben. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wirklich, Leute. So. Jo. So, dann fahren wir mal los mit unserer schönen Feldküche. Der Schornstein guckt auch raus. Guck mal. Apropos Schornstein, da gibt es auch noch ein paar Funktionen an diesem Anhänger. Zeige ich euch aber gleich alles. So, wir gucken mal ganz kurz, wo wir hinfahren können. Also, ihr seht auf der Map oder auch nicht. Ich suche ein bisschen ran kurz. Ihr seht immer so eine roten Stellen. Auch ganz, ganz klar und deutlich hier abgebildet. Das ist so ein richtig fetter roter Pfeil.
Da steht Wache Kasbach. Hier ist noch ein Pfeil abgebildet, da steht nichts. Wache Rettungsdienst steht da für RD. Dann haben wir hier die Wache Asbach. Asbach, auch cool. Hier ist auch noch ein Pfeil, da ist auch nichts dran geschrieben. Dann haben wir hier noch die Wache Sulzertal. Ja, das sind schwierige Namen, kann man sich aber gut merken, glaube ich. Hoffe ich mal. Ja, ansonsten, dann würde ich mal sagen, wir fahren jetzt erstmal zu Wache RD, oder? Es ist die in der Nähe? Ich glaube, ne? Warte mal, wir sind da. Genau, die Wache RD ist da in der Nähe. Aber da wir eine Feuerwehr sind, ne? Sollte es ja schon irgendwie eine Feuerwache sein, die natürlich auch für Feuerwehrfahrzeuge geeignet ist. Und da ich jetzt hier gerade kein NEF oder /RTW habe, suchen wir uns mal ganz kurz eine Feuerwache aus. Die wird natürlich jetzt auch nicht später jetzt von diesem Fahrzeug benutzt hier. Also es gibt hier eine Feuerwache, also ein ganz kleines Gerätehaus eigentlich, ist ja keine Feuerwache. Da passt wirklich bis ein Fahrzeug rein. Das finde ich cool. Und da würde ich gerne den Robur reinstellen. Das wäre wirklich was Schönes, ne? So ein richtig kleines, schöne Dorffeuerwehr. Also, oh, schön, so schön ländlich. Also ihr merkt schon, ich fühle mich richtig heimisch hier. Es ist wieder was Neues. Es geht weiter mit dem LS17 auf meinem YouTube-Kanal. Ja, und dann hier mit dieser neuen schönen Map. So. Ich werde natürlich auch auf der alten Map, also in der Stadt sozusagen, weiterspielen. Ne? Also das Projekt werde ich natürlich nicht vergessen, denn da sind wir längst noch nicht fertig. Ne? Da gibt es ja so viele Sachen, die ich da noch zeigen kann, die ich noch machen kann. Apropos auch Flughafen, ne? Da gibt es auch noch sehr viele schöne Sachen, die ich mir überlegt habe. So, guck mal. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Feuerwache. Das ist auch eine größere. Wir haben ja Sonderrechte, wir dürfen über die rote Ampel fahren. Ein Ticket bekommen wir trotzdem, also ein Warnhinweis mit 250 Euro, ja, das bezahlt die Stadt natürlich selbstverständlich. So, ich glaube, ich bin einmal falsch gefahren. Ich bin viel zu früh abgebogen, glaube ich. Viel zu spät diesmal. Viel zu spät diesmal, ja. Also hier hätte ich reinfahren müssen und dann wäre ich schon da gewesen. Gut, so. Das ist also eine von vielen Feuerwachen. Also die sieht wirklich herrlich aus, ne? Hier mit vier Gerätetoren, ist auch gar nicht so groß. Sitzt hier auch wirklich mitten in einem kleinen Dörfchen. Das finde ich krass. Also das sind die Wohnhäuser, ne? Das sind alles Gebäude, wo Menschen drin wohnen. Also, und da genau daneben ist diese Feuerwache. Das ist ja mega. Stell euch mal vor, ihr kommt von der Arbeit, geht nach Hause und direkt rüber hier zur Feuerwache. Das ist doch cool, oder? So was gibt es auch wirklich. Also das finde ich richtig cool. Das war leider in meinem Fall nie so. Ich musste immer mega weit hinfahren zum Gerätehaus, damit ich da eigentlich da bin. Aber dieses Gebäude gefällt mir richtig gut. Also das muss man wirklich mal sagen. Tipptoppe Arbeit. Also der KV von Lüneburg, Leute, falls ihr die nicht kennt, das sind richtig tolle Leute, die modden wirklich jeden krassen Scheiß. Und ich muss einfach mal sagen, nochmal an dieser Stelle, ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei jedem von euch. Also das, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich kann das einfach nicht zurückgeben. Es gibt hier so viele Leute, die daran arbeiten, die daran bauen und ich benutze es in meinen Videos, erzähle meine Grütze darüber und das war's denn. Aber man muss einfach mal das auch ehren. Man muss wirklich diese Leute auch einfach mal loben für ihre wirklich harte Arbeit und ihre Zeit natürlich, die da drauf geht. Das sind ja übelst viele Stunden, die da einfach, ich sag mal, in einem Fahrzeug draufgehen, nur damit das schön aussieht und ich das benutzen darf in meinen Videos. Natürlich benutzen die das auch privat. Die haben ja auch so einen eigenen Server, wo sie drauf spielen, aber da muss man sich natürlich auch bewerben und da kommt man nicht, natürlich nicht so einfach rauf, wie jetzt zum Beispiel, naja, wisst ihr doch, früher mein RP-Projekt, ne? Da ist man schon so ein bisschen schnell reingekommen, sage ich mal. Aber das ist hier beim KV Lüneburg anders, weil die machen auch richtig harten Roleplay. Die machen wirklich alles so wie richtig im echten Leben das auch ist, auch mit Ausbildung, mit Feuerwache und Feuerwehr und ja, was es alles so gibt, ne? So, dass es halt natürlich und realistisch wirkt. So, gut. Also ich werde jetzt auch um Gottes Willen jetzt nicht die komplette Wache einmal zeigen. Also ich gehe da jetzt nicht rein, mache eine Roomtour zum Beispiel. Ich zeige euch die einfach mal von außen und das sollte eigentlich erstmal reichen. So, damit es mal ein bisschen schneller geht. Also die sind schon ganz schön krass verteilt, die ganzen Feuerwachen. Switche ich einfach mal ganz kurz hier mit dem Teleporter dahin, um euch mal so ganz grob die Feuerwache zu zeigen. So, die nächste Feuerwache ist schon auch schon hier hinten. Das ist ein etwas größeres Gelände hier. Also hier ist wirklich gleich auch eine Tankstelle dran. Das finde ich auch cool, dass man auch gleich tanken kann. Da muss man jedes Mal hier seinen eigenen Sprit irgendwie opfern. Dann haben wir auch sehr, sehr viele Tore wieder. 5 haben wir hier sogar. Und sogar eine riesengroße Terrasse. Das ist Luxus, ne? Das ist wirklich schon mega, was die hier für Geld haben eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, auch hier kann man alles öffnen.
schön. Wirklich richtig, richtig schön. So, dann gehen wir gleich mal weiter. Wir gehen gleich mal rüber zu der nächsten Feuerwache. So, gehen wir hier zu Kasbach. Ich glaube, das war die kleine sogar. Die kleine Feuerwache. Die müsste doch eigentlich, warte mal, die... Ach hier, genau, da ist er. Das ist die kleine Feuerwache. Ich sag mal Feuerwache, das ist eigentlich so ein richtig kleines, niedliches Gerätehaus. Hier passt schön der Ello rein mit der Feldküche. Was will man denn mehr? Ich finde es auch cool, die Spinde, ne, an der Seite. Also das sind eigentlich Jackenhalter und Helmhalter und was es also gibt hier. Und in der Mitte steht einfach das Fahrzeug. Ja, so ist das halt in einer Dorffeuerwehr. Freiwillige Feuerwehr Altkirchen, Ortsfeuerwehr Kasbach. Genau. Mega cool. Genau, das müssen wir uns auf jeden Fall merken für die nächsten Videos. So, Wache Altkirchen. So, die ist hinter uns. Da rennen wir auch mal ganz kurz hin. Wenn ich dann hier rüberkomme. Wir sind auch gleich Schienen daneben. Oh, ich glaube, das wird ganz schön laut, wenn der Zug hier durchballert. Und das ist, glaube ich, auch die größte Feuerwache, die es hier gibt auf der Map. Also das sind wirklich richtig viele Stellplätze. Ist, glaube ich, auch bloß eine freiwillige Feuerwehr. Man könnte es aber auch benutzen als Berufsfeuerwehr. Ne? Das könnte man natürlich sehr gerne machen. Das alles, liebe Freunde, könnt ihr gerne entscheiden, mitentscheiden. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr gerne dieses Projekt sehen möchtet auf meinem Kanal. Und das müsst ihr mir gerne alles unter dem Video in die Kommentare schreiben, damit ich wirklich Bescheid weiß für die nächsten Videos, wie ich die dann weiter gestalten kann, dass ich auch weiß, wie viele Wachen ich einrichten soll, wie ich das gestalten soll. Wie gesagt, ihr seid wirklich sehr, sehr wichtig. So, damit das klar ist. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben die Wache RD, genau, also den Rettungsdienst. Die Rettungsdienstwache, die ist auch verdammt groß. Also, da hast du auch wirklich sehr viel Platz. Ich bin doch richtig, oder? RD ist doch Rettungsdienst. Oder ist das eine Abkürzung für eine Feuerwehr? Das ist eine gute Frage, oder? Okay. Das ist anscheinend auch ein Feuerwehrgebäude. Ich glaube, das hatte ich vorher noch gar nicht gesehen, bevor ich das Video gestartet hatte. Oder habe. Ich habe ja vorher, ne, bevor ich das Video hier gestartet habe, habe ich mir erstmal ein paar Feuerwache angeschaut, habe geguckt, was es alles so gibt. Aber hier war ich, glaube, nicht. Da bin ich gerade selber ein bisschen baff. Ja, ganz schön geschockt gerade. Okay, also ist das anscheinend keine Rettungsdienstwache, weil da sind ja auch Spinde mit Einsatzklamotten von der Feuerwehr. Hm, wer weiß, ist auch eine große, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Stellplätze. Das sind alles hier Zahlen, Mensch, also da passen ja so viele Feuerwehrfahrzeuge rein. Wache Aspach haben wir da noch. Die ist auch richtig schön. Die ist auch richtig modern. Schöner Plattenbau. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 Fahrzeugunterstände. Mega, mega cool. Auch hier gleich mit der Straßenanbindung. Das hier fällt mir auch mega. Also eigentlich gefallen mir alle. Ich weiß gar nicht, welche die beste jetzt ist. Leute, die ich jetzt hier gezeigt habe, das müsst ihr mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, welche Feuerwache euch jetzt am besten gefallen hat. So, dann gehen wir mal ganz kurz nach oben. Denn hier sieht man auch mal die Map von einer anderen Sicht. Ich finde auch diesen kleinen See hier mega cool. Auch mit diesen kleinen Segelbooten oder Fischerbooten. Weiß nicht, was es genau sein soll. Die ganze Map ist einfach so ein bisschen atmosphärisch, ne? Warum ich jetzt sage bisschen? Also hier ist nicht alles lebendig, so wie man das kennt aus dem echten Leben. Aber hier sind diese kleinen Details, also mit diesem Flugzeug, die Windräder, das Wasser, das fließt auch mit. Die Vögel und weiß ich nicht. Also es ist alles wirklich traumhaft schön. Das ist gerade wie Urlaub so ungefähr, ja, Urlaub im virtuellen Sinne, ne, im echten Leben darfst du das ja nicht unbedingt, also solltest du nicht machen, ne, es ist ja immer noch diese schwere Zeit, die man natürlich hat auf der ganzen Welt, aber trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier, dass das schön wird, das wird ein richtig schönes, entspanntes Projekt, wo man wirklich mal die Seele baumeln lassen kann, noch ein paar Einsätze fährt, weil gerade hier die Kasbacher Feuerwache, ne? Das ist ja so eine kleine Dorffeuerwehr, die natürlich auch nicht viele Einsätze im Jahr hat. Also wenn es hochkommt, 5 oder so. Gerade wenn wir so einen Schlauchwagen haben, der wird ja dann doch eher sehr selten benutzt. Aber trotzdem, Leute, also sind wir mal ehrlich, das ist wirklich eine schöne Map. Also Leute, schreibt gerne auch mal in die Kommentare einen fetten Gruß an den KV von Lüdenburg, weil ich kann es schon wieder nur sagen, immer wieder kommt das auf, dass ich das sagen muss. Das ist immer so mein innerliches Ich. Vielen, vielen Dank, lieber KV Lüdenbrook, für die Bereitstellung der ganzen Map, der ganzen Feuerwehrfahrzeuge und was es alles so hier gibt. Also wirklich, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Und
ja, deshalb ein fettes, fettes Danke an euch. Ich teste jetzt noch hier, bevor ich das Video beende, noch einmal die Feldküche, weil mir dieser kleine Anhänger einfach richtig gut gefällt, weil der auch Funktionen hat. Guck mal, zum Beispiel gehst du hinten ran, drückst eine Taste, dann geht erstmal die Plane ab. Das ist sozusagen so eine kleine Gulaschkanone, ja. Also du hast hier Wärmebehälter überall. Dann ist es auch so ein kleiner Herd, in Anführungsstrichen, den man dann auch anschalten kann. Dann kannst du deine Suppe drin kochen zum Beispiel. Das ist mega cool. Ich habe auch schon gesehen, dass da manche Kameraden Schnitzel drin gebraten haben. Das macht sich richtig umständlich. Und mach das mal sauber, ne? Du kommst da auch gar nicht so gut ran an den Kessel hier. Also da hat sich wirklich jemand etwas ausgedacht. Er hat sich so ein Schnitzel paniert. Wir dachten, was ist denn jetzt los? Der holt da erstmal so ein bisschen Öl raus, träufelt das rein so. Auf einmal packt er sein Schnitzel da rein. Das war auch ein originales Wiener Schnitzel. Das ist mega. Und fängt erstmal an, das zu braten. Auch mit einer Grillzange. Ne? Von oben hat er so gekniet und hat sein Schnitzel unten gebraten und hat das danach erstmal schön köstlich reingeschlungen. Ja, also das gibt auch wirklich mal sehr verrückte Leute hier. So, ich habe gerade gesehen, der Schornstein, der sollte eigentlich drin sein, deshalb hat der so ein Stückchen rausgeguckt. Ja, den kannst halt ein- und ausfahren, wenn halt später kochst hier an diesen Anhänger. Und dann finde ich auch cool, guck mal, oder beziehungsweise hört mal, jetzt hört man das nur so ein bisschen knistern. Ich glaube, das ist das zweite Schnitzel, was der Kamerad gerade darin brutzelt. Ja, das ist schon schön, oder? So eine schöne Feldküche, das gefällt mir. Also die kann man auch wirklich mal hier für einen Tag auf eine Tür benutzen oder für Einsätze, die länger dauern, über mehrere Tage, mehrere Stunden. Große Waldbrände zum Beispiel ist ja wieder bald zu weit. Es geht ja bald wieder los mit der aktuellen schweren Sommerzeit. Über 40 Grad, ne? Im Schatten natürlich. Ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant, auch gerade hier für die kleine Feuerwache. Und ja, in diesem Sinne, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, seid so ehrlich zu euch selbst, kommentiert das Video gerne mit eurer persönlichen Meinung. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da oder halt nach unten, wie auch immer ihr das entscheidet, ob das Video gut oder scheiße war. Und hoffentlich sehen wir uns dabei wieder in der nächsten Folge, ne, vom LS17 mit diesem wunderschönen neuen Projekt. Natürlich, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, geht es auch weiter mit der Stadt, ne? Also mit der Feuerwehr Meiringen, ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, und der Feuerwehr Bad Löwenburg. Und natürlich auch mit dem Flughafen, ne? Das ist ja die Stadtmap und das ist sozusagen die Landmap. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Wenn ich darf, ich nenne das einfach mal so. Genau, also, liebe Freunde, in diesem Sinne, bleibt so, wie ihr seid, bleibt bodenständig. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge vom LS17 mit der Feuerwehrmod. Kommentiert dieses Video, ganz, ganz wichtig, und lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns, Leute. Bis dahin, ciao.